Hey ihr Lieben, heute sprechen wir über diese Dinger hier, die dazu da sind, Kinder zu ernähren und doch trotzdem einen sehr hohen symbolischen sexuellen Wert haben und auch für viele ein Selbstbewusstseinsdämpfer sind. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt. Ich wollte einiges an Bildern einblenden und ich hoffe generell einfach wegen des Themas, dass es nicht gesperrt wird. Schaut euch das Video bis zum Ende an, denn einige meiner Argumentationsstrukturen bauen aufeinander auf und gehen erst am Ende so richtig auf. Für mich persönlich ist es auch ein sehr emotionales Thema und ich freue mich über eure Aufmerksamkeit bis zum Ende. Was ich natürlich sagen muss, ich bin keine Psychologin, ich bin nur eine 21-Jährige, die aus ihrer Erfahrung berichten kann. Es gibt bislang auch zwei andere Videos dieser Reihe von mir und ich dachte, wir gehen einfach mal direkt ans nächste Thema ran. Bitte seid sensibel in den Kommentaren. Ich habe mich auf Instagram, habe ich so Fragesticker reingepackt, was denn eure Probleme mit eurer Oberweite persönlich sind und das hat einfach nochmal extrem bewiesen, dass die Probleme, die man mit seiner Oberweite hat, unabhängig von der Größe und Form der Oberweite sind. Denn jemand, der Größe D hat, kann genauso viele Komplexe damit haben wie jemand, der A hat oder Doppel-A oder jemand, der C hat oder B oder wie auch immer. Dazu komme ich dann noch näher. Aber wenn ihr sowas in die Kommentare schreibt wie, ja, reg dich mal nicht so auf, ich würde alles dafür geben, um deine Größe zu haben oder sowas, dann ist das unsensibel für die, die die Größe des Kommentarschreibers haben. Wisst ihr, also bitte seid da einfach vorsichtig. Denn dann geht das ganze Vergleichen wieder los und davon wollen wir wegkommen. Ich habe das Video folgendermaßen grob strukturiert. Ich erzähle euch erst von meinen ganzen eigenen Komplexen und meiner kurzen Story dazu. Dann meine 5 Haupterkenntnisse, die wirklich life-changing für mich waren. Und ich erzähle euch auch, wie ich sie so entdeckt habe. Und das sind wirklich so, wirklich sensible Themen. Und ich freue, also ich bin froh, wenn ich euch damit helfen kann. Aber es ist natürlich auch für mich eine Überwindung, darüber öffentlich zu reden. Dann erzähle ich euch was von meiner Relationsregel. Die hat sich nämlich, ja, die hilft mir so krass. Und dann wollte ich euch noch wirklich 2 konkrete Alltagstipps mitgeben, die mir so eingefallen sind, die mir im Alltag helfen, mit dem Thema umzugehen. Damit ihr auch wirklich was Handfestes habt. Meine Story. Ich habe mir eigentlich nie so richtig über groß, klein und sowas Gedanken gemacht, weil ich viel mehr damit beschäftigt war, meinen Körper generell doof zu finden oder zu dick oder zu unkurvig oder wie auch immer. So solche Sachen waren eher meine Probleme. Da lag mein Hauptfokus nicht auf den Brüsten. Allerdings, als dann so der erste richtig sexuelle Kontakt kam mit 17, der über Küssen und so hinausging, da war ich dann so, oh mein Gott, fass mich nicht an. Ich habe das Gefühl, ich bin noch ein Kind und ich war schon bereit für den sexuellen Kontakt, das meine ich nicht, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass meine Oberweite kindisch aussieht. Das haben auch ganz viele geschrieben. Und übrigens, ach so, das Video geht natürlich an alle, ne? Also nicht für Leute, die denken, nicht nur für Leute, die denken, dass sie zu kleine Brüste haben, sondern auch welche, die denken, sie haben zu große, zu hängende, zu spitze, zu auseinanderstehende. Also wirklich an alle gerichtet, weil das Thema hat wirklich gar keine Regel, wer sich da gut fühlt oder nicht. Also da alle hier sind willkommen und alle werde ich auch ansprechen. So, also ich wollte damals dann auf keinen Fall, dass das angefasst wird, weil ich das Gefühl habe, dann ist derjenige sofort weg und dann ist das total peinlich für mich. Das habe ich auch gehört, dass viele das Problem haben, halt einfach in Bezug auf sexuellen Kontakt, dass sie nicht wollen, angefasst zu werden. Ich habe mich da wirklich super unwohl gefühlt und habe immer versucht, so zu liegen, dass es nicht irgendwie noch mehr abgeflacht wird oder so, damit ich wirklich auch wirke, als wäre da was und hatte immer so diesen krassen Gedanken, boah, dann ist derjenige sofort abgeturnt, wenn man meine Brüste nackt sieht. Dann hat sich natürlich rausgestellt, und das weiß ich jetzt, aber damals habe ich den Zusammenhang nicht so verknüpft, dass bisher nie irgendein Mann von mir abgeturnt gewesen ist, sobald er mich angefasst hätte oder wie auch immer. Das ist aber nochmal, das greife ich später nochmal auf. Trotzdem hat sich das Thema einfach so eingepflanzt in meinen Kopf und immer wenn ich so vorm Spiegel stand und auch nackt und sowieso Probleme mit meinem Körper hatte, auch Essstörungen und sowas alles, dann habe ich trotzdem so mich selber beschimpft oder fand das hässlich, fand das nicht so schön, wie ich das immer überall anders sehe. Fand, das hat nicht so alles so richtig zusammengepasst und sah einfach nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Ich war echt unglücklich und habe mir dann überlegt, was es auch bedeuten würde. Also das habe ich nicht ernsthaft überlegt, aber ich habe natürlich schon drüber nachgedacht, was es bedeuten würde, einen Eingriff vornehmen zu lassen, damit sie perfekt aussehen und die perfekte Größe haben, weil ich mir einfach nur unsexy und unattraktiv vorkam.
Ende 2021, also jetzt vor 5, 6 Monaten, war ich auf einem Coaching-Seminar. Das tut auch gar nicht so richtig zur Sache, was das für ein Seminar war. Aber das waren 7 Tage, abgeschottet von der Außenwelt, wo ich wirklich kein Internet, keinen Kontakt und sowas alles hatte. Und da so Coaching-Methoden gelernt habe, um Gedanken zu überprüfen und so. Da soll es jetzt nicht hauptsächlich drum gehen. Aber in der Zeit ist das Thema halt auch bei mir aufgetaucht, dass ich halt gemerkt habe, das ist halt ein Riesenproblem für mich. Und da will ich halt nochmal näher rangehen, hatte dann so verschiedene, ja, Coachings mit den Leuten, mit der Methode, die wir da gelernt haben und so, wo man auch den Leuten nichts rät, sondern sie quasi von alleine auf die Erkenntnisse kommen. Und da hatte ich dann so die Major-Erkenntnisse, wenn ich mal so richtig in mich gegangen bin, woher das eigentlich kommt und was ich tun kann, um das, ja, um das Problem an der Wurzel zu packen und das Ganze für mich zu lösen. Diese ganzen Coaching-Sachen sind natürlich sehr intim für mich, deswegen werde ich das jetzt auch nicht genau teilen, aber ich hatte wirklich einige Erkenntnisse, die mein Mindset bezüglich Brüste und Oberweite generell um 180 Grad gedreht haben. Und wir fangen jetzt direkt mal an mit Erkenntnis Nummer 1, die ich hatte. Das klingt jetzt wirklich banal, aber habt ihr euch schon mal verschiedene echte natürliche Brüste angeschaut? Ich habe nämlich festgestellt, ich habe ein völlig unrealistisches Bild davon, wie Brüste aussehen. Das klingt echt weird, aber ich war nie in einer Mannschaft. Also ich war nie in so einer Mädchenmannschaft, wo man dann mit 10 Mädels zusammen geduscht hat. Die Leute haben vielleicht noch ein bisschen Vorteil, weil die sehen dann sowas regelmäßig, sage ich mal. Aber was ich so an Brüsten gesehen habe, waren natürlich so die familiären Brüste, die man dann manchmal so sieht, die von vielleicht vereinzelten Freundinnen. Dann natürlich hat man wahrscheinlich auch mal 1, 2 Sachen gesehen in der Pornografie. Und da muss man sich mal überlegen, also meine Bandbreite an wie Brüste aussehen war jetzt nicht so groß. Und wenn ich halt sie pornografische Sachen gesehen habe, dann sind sie in 99% der Fälle einfach nicht natürlich gewesen, sondern operiert. Ich war nämlich so in diesem meditativen Prozess und habe die ganze Zeit davon gesprochen, ja, meine Brüste sind nicht perfekt, sie müssten perfekter sein oder anders aussehen. Und dann habe ich mich so gefragt, was sind denn so perfekte Brüste oder wie sehen denn so perfekte Brüste aus? Und dann habe ich mir das so überlegt, wie die aussehen. Und dann kam ich so auf den Major Keypoint, dass Brüste gar nicht so aussehen können, dass ich ein völlig falsches Bild davon habe. Und ich habe jetzt eine Empfehlung für euch, wenn ihr vielleicht auch, selbst wenn ihr in der Mannschaft seid und regelmäßig duscht, wollt ihr vielleicht auch nicht so genau jetzt alle angucken. Ich habe einen Artikel gefunden, weil wenn man so über verschiedene Brustformen oder so redet oder Artikel sucht, dann sind meistens immer nur Bilder gemalt. Also meistens immer nur dieses, ihr kennt ja dieses Postkartenfoto wahrscheinlich, wo dann so verschiedene Brustgrößen, aber das sind ja keine echten Bilder. Also es ist ja schön und gut, dass Brüste so aussehen, aber das sind nicht echte Bilder. Genauso auf Social Media. Auf Social Media sieht man immer nur Brüste in BHs oder in Shirts oder hochgepusht oder operiert bei sehr vielen Leuten. Und das ist einfach nochmal was anderes, als wenn sie komplett nackt und frei sind. Und da wollte ich halt einfach was finden, was mir das zeigt, wie das eigentlich aussieht. Das klingt echt komisch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, pass auf, ich habe mir dann meinen Laptop geschnappt und mal gegoogelt und kam dann auf einen Artikel. Ich sage euch mal, was ihr googeln müsst, weil ich kann das jetzt hier nicht einblenden, sonst passiert sonst was mit. Pass auf, ihr müsst googeln Brüste und dann die neue Galerie von Bravo. Das ist ein Dr. Sommer Artikel von Bravo und dort scrollt ihr dann runter, wenn ihr da auf dieser Bravo-Seite seid, und dann geht ihr auf Galerie starten. Und da sind dann, ich glaube, keine Ahnung, 12, 13, 14... keine Ahnung, verschiedene Fotos von Brüsten. Und da werden dann so erklärt, was das so für Brüste sind, also wie die heißen und was für Unterschiede es da gibt. Ah, ich glaube sogar mehr, ich glaube 21 verschiedene Brüste. Spitze, hängende, auseinanderstehende, große, kleine, sowas alles, aber mit echten Fotos von echten nackten Frauen, sag ich mal. Und das sind halt alles natürliche Brüste. Und diese Galerie habe ich mir so angeguckt und dachte so, wow, so sollen Brüste also aussehen, beziehungsweise so sehen sie in echt aus. Ich habe immer nur das perfekte Sanduhren-Figuren-Bild von mir, wo ich dachte, die Brüste sehen dann perfekt göttlich geformt, so können sie aussehen. Natürlich gibt es vereinzelt Leute, die von Natur aus solche Brüste haben, wie sie vielleicht auf Social Media oder in Pornos oder sowas dargestellt werden. Allerdings ist das nicht die Norm. Und was die Norm ist, rauszufinden, war für mich voll der Gamechanger, weil ich dachte, okay,
Ja, dann sehe ich ja sogar ganz schön gut aus. Also, wenn das echte Brüste sind, wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst einfach mal weiterdenken. Wenn ihr denkt, Mann, meine Brüste sind hässlich, wie stellt ihr euch denn perfekte Brüste vor? Und ist euer Bild von der perfekten Brust überhaupt realistisch, ohne dass man einen operativen Eingriff vornimmt? Wer hätte gedacht, dass mir mit 21 Dr. Sommer nochmal helfen wird? Also, werden auch früher immer auf die neue Bravo hingefiebert, um die Dr. Sommer-Seiten zu lesen. Zweite Erkenntnis, das war noch eine persönliche Game-Changer-Erkenntnis in Sachen Essstörung, dass ich meinem Körper widersprüchliche Signale gebe. Ich ertappe mich halt dabei, wie ich durch Instagram scrolle und dann sehe ich so super schmale, dünne Models und denke mir so, wow, die sehen so schön aus und das ist, wie ich aussehen will. Und wenn ich so aussehen würde, dann wäre ich glücklich und dann wäre mein Leben perfekt. So, keine Ahnung, Charli D'Amelio, Milane, Dixie D'Amelio, Ellie Thumann, Hannah Meloche oder so. Im nächsten Moment scrolle ich weiter und komme dann vielleicht in der kurvigere Sektion, wo ich halt sehe, oh ja, richtig sexy Ass, sexy Oberweite, aber natürlich flacher Bauch und alles. Dann denke ich mir so, oh, so schön kurvig, das ist perfekt. Wenn ich so aussehe, dann ist mein Leben wirklich perfekt. Das heißt, in einem Moment wünsche ich mir eine größere Oberweite, damit ich richtig sexy bin. Und im nächsten Moment denke ich mir so, wow, ich will unbedingt noch schmaler sein, so wie Milane oder so, damit ich noch besser aussehe. In meinem Moment denke ich mir, wow, ich will wirklich ein juicy ass haben. Und im nächsten Moment möchte ich aber auch einen richtig flachen Bauch haben. Und das alles passt einfach nicht zusammen. Wenn ich das alles denke, was für einen Stress muss denn mein Körper empfinden, weil er mir das alles nicht erfüllen kann? Also was für Menschen, es gibt wirklich wenig Menschen, die sagen wir, eine füllige Oberweite haben, einen richtig flachen Bauch, einen großen Ass und schmale Schenkel. Also das ist ja auch schon wieder super unrealistisch, weil in den meisten Fällen, wenn man zum Beispiel einen juicy Ass oder so hat, dann haben die meisten Leute dann auch ein bisschen Bauchfett da drauf. Dann geht es gar nicht mit dem super flachen Bauch. Also es geht nur anatomisch bei manchen Leuten zum Beispiel. Und dann im nächsten Moment denke ich mir aber wieder, Mann, bin ich froh, dass ich auf dem Bauch schlafen kann, dass ich beim Tanzen nur einen Body tragen muss und keinen zusätzlichen BH oder so. Aber wenn ich mir eine größere Oberweite wünsche, dann geht das ja auch schon wieder nicht. Wo ist das fair eurem Körper gegenüber? Der kann ja nur Stress empfinden bei solch utopischen Vorstellungen. Am schlimmsten ist das sogar, also bei Essstörungen ist das noch einfacher zu justieren, weil Brüste kann man ja nicht ändern. Also man kann abnehmen, zunehmen, dadurch kann man minimal wahrscheinlich die Größe auch anpassen, sage ich mal. Aber das ist halt etwas, was man sich wünscht und man hat keine Lösung dafür, außer sich operieren zu lassen. Und das ist noch schlimmer dann für den Geist, wenn man dagegen ankämpft, weil man es nicht ändern kann. Es wurde auch noch krasser, sag ich mal, weil dann habe ich nämlich so die Supermodels gesehen, die richtig schmal und schlank waren, aber einen gut trainierten Po hatten, die sich dann, weil sie halt flache Brüste hatten, sich die Brüste haben operieren lassen. Und dann dachte ich mir wieder, die hatten dann ja theoretisch alles, was in meiner Vorstellung zusammen sein soll. Richtig flach und grazil, aber juicy und eine sexy Oberweite. Und dann dachte ich mir wiederum, nee. Das sieht jetzt auch irgendwie nicht natürlich aus und die sahen vorher so toll aus. Warum haben sie sich das denn jetzt operieren lassen? Wie soll denn mein Körper mit solchen Gedanken umgehen? Versteht ihr das, was ich euch sagen möchte? Das ist auf so viele Dinge bezogen, dass wir einfach so viele Hickhack-Ansprüche an unseren Körper stellen. Und jeder Anspruch für sich ist natürlich schon ein eigenes Problem. Aber solche Ansprüche sind noch viel stressiger. Dann Erkenntnis Nummer 3, die so ein bisschen aus Erkenntnis 1 und 2 resultiert. Und die ich vor allen Dingen auch gemerkt habe über Instagram. Weil da könnt ihr mir übrigens folgen, wenn ihr möchtet. Immer wenn ich solche Themen oder so habe, dann kommen da direkt die Umfragen zu. Dann könnt ihr auch eure persönlichen Probleme dort reinschreiben, dass ich die dann auch in einem Video nehme. Oder euch da was Bestimmtes wünschen. Da habe ich auch Umfragen zu gemacht. Oder ich spreche manche Themen dort schon an. Lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Auf jeden Fall haben viele Leute Dinge geantwortet. Ihr seht es hier, was so geantwortet wurde. Und das ist mal wieder nur ein absolutes Paradebeispiel dafür, dass es die eine perfekte Brust nicht gibt. Weil die, die groß haben, die wollen klein, damit sie die ganzen Vorteile haben mit, dass es nicht springt, dass man leichter Sport machen kann, dass man keine Rückenschmerzen hat. Die, die klein haben, wollen groß, damit sie dann richtig sexy sind. Die, die groß haben, sagen dann wieder, ja, aber große hängen. Und die, die klein haben, sagen dann wieder, ja, hier, da, bla bla bla. Die, die mittlere haben, die denken, boah, ich wäre gern ein bisschen schmaler oder ich wäre gern noch ein bisschen vollbusiger. Oder was weiß ich, also das ist einfach
einfach völlig unabhängig von der Brust, die ihr habt, es gibt keine, die ihr anstreben könntet oder die perfekt ist. Und das ist auch etwas, was in den Köpfen von eurem ganzen Umfeld ist, weil wir denken, das ist die eine perfekte Brust, also denkt auch unser ganzes Umfeld, das ist die eine perfekte Brust. Aber hier seht ihr euer ganzes Umfeld, ich nehme mal einfach meine Follower stellvertretend für die ganze Menschheit, dass jeder da einfach andere Vorstellungen hat. Schwierig wird es natürlich, wenn Männer dazukommen. Zu Männern sage ich dann gleich noch was. Wenn Männer dazu was sagen oder so, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf euch und auf eure Vorstellungen, wie das hat, auszusehen hat. Aber jetzt mal unter Frauen gesehen, gibt es diese eine perfekte Brust nicht. Und wenn es sie nicht gibt, dann kann man auch keine anstreben. So, das ist eigentlich so der Clou. Aber das wollte ich euch nochmal zeigen. Das war mir super wichtig, was einfach Frauen zu sagen haben, wenn sie so über ihre Brüste sprechen. Und das tun sie ja eigentlich nie. Also es gibt, ja, manchmal gibt es solche Gespräche, wenn man offener ist unter Freundinnen oder so, dann so redet man öfter vielleicht mal darüber. Aber selten so ehrlich wie zum Beispiel jetzt anonym in den Fragestickern von mir. Und wenn man mal offen darüber spricht, dann kommt man auch so auf ja, Situationen, die man dann auch nicht erwartet hätte. Also ich habe das mal angesprochen bei einer Freundin von mir zu letztes Jahr irgendwann, so dass ich damit Probleme hatte, was weiß ich. Und dann meinte sie so, was wirklich? Meine ganze Jugend wollte ich so welche haben wie du, weil ich fand das sah immer so toll aus und sah immer so schmal aus und was auch immer. Und ja. So, solche Sachen kommen dann ans Licht, sag ich mal, wenn man mal dann darüber spricht. Und das ist auch total faszinierend. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein aus Erkenntnis 3 mit der perfekten Brust. Denn Erkenntnis 4 und 5 bauen auch darauf auf. Es ist nämlich niemals die Brust, die das Problem ist, deine Oberweite, die das Problem ist, sondern nur, was du über deine Brust denkst. Das klingt jetzt wieder abgespaced und gurumäßig, aber ich liefere euch jetzt mal die Beweise. Erstens, vielleicht hast du schon mal die Situation erlebt, wo andere sich über ihren Körper oder ihre Brust halt ausgelassen haben und die nicht schön fanden. Und ihr konntet das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ihr das total schön fandet. Das ist ja schon mal ein Beispiel dafür, dass das, was die anderen über ihre Brust denken, aus deiner Sicht nicht stimmt. Oder vielleicht hast du dich auch ertappt, wie du jetzt vor diesem Video am Anfang saßt und dachtest, warum hat denn dieses Mädchen, jetzt ich, überhaupt Probleme mit ihrer Oberweite? Sie hat doch eine ganz tolle Oberweite, so eine, wie ich haben möchte. Und ich denke das natürlich nicht über mich. Oder dachte. Ich bin ja auf einem super Weg. Dann das Beispiel mit meiner Freundin. Ich dachte immer, nee, das ist zu klein. Und sie dachte immer, nee, meine sind ganz toll. Dann, aus den Augen, aus dem Sinn, habe ich auch ein Beispiel. Da war ich auf Teneriffa und da war so ein Strand, wo super viele Frauen einfach oberteilfrei sich gesonnt haben. Und da habe ich gemerkt, das war halt super unangenehm für mich, weil ich halt immer dachte, oh mein Gott, die anderen starren mich alle an, wenn ich jetzt mein Oberteil ausziehe und dann finden die mich alle super unsexy. Und dann lag ich da so in der Sonne und habe so durch die Gegend geguckt und habe mich einfach super unwohl gefühlt, aber es war so ein bisschen out of my comfort zone Challenge, die ich halt machen wollte, um mich zunehmend wohler zu fühlen. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich mir so ein Handtuch über den Kopf gelegt habe und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich sofort entspannen konnte, als ich nicht gesehen habe oder meinte zu sehen, dass andere mich anstarren, war ich viel mehr im Reinen mit meinen Brüsten, weil ich habe gar nicht gesehen, wenn jemand mich anguckt. Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, in einem Moment finde ich sie scheiße fühle mich unwohl und im nächsten Moment fühle ich mich wohl. Dann ist ja die Schnittmenge nicht die Brust, weil die hat sich ja nicht verändert, sondern die Schnittmenge ist nur das, was ich über sie gedacht habe. Und das ist das Wichtige, dass ihr die Schnittmenge findet von den Situationen, die mit eurer Oberweite zusammenhängen. Denn es gab sicherlich schon mal eine Situation, wo ihr dachtet, boah, heute sehe ich ganz schön gut aus. In der Situation habt ihr euch gut gefühlt. Dann gab es eine andere Situation, wo ihr euch richtig schlecht gefühlt habt und dachtet, Mann, heute sehe ich überhaupt gar nicht gut aus. Was ist denn dann die Schnittmenge der Situation? Es ist nicht euer Körper, denn euer Körper ist immer gleich. Es ist immer nur, der Unterschied ist, was ihr über euren Körper denkt. Denn der Körper hat sich halt nicht verändert. Das hat sich mit essstörungsmäßig, fand ich auch genial, das für mich so rauszufinden, dass es immer darauf ankommt, was man über sich selbst denkt. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist. Seine Gedanken über sich selbst zu ändern, ist wirklich herausfordernd. Und Gedanken, die auftauchen, sowas wie, du bist hässlich, nicht mehr zu glauben und stattdessen zu glauben, ich bin schön, das ist schwer. Das ist ein langer Prozess, den auch ich noch nicht
fertig durchlaufen habe. Deswegen haben wir zum Beispiel auch den Made for More Club gegründet. Einfach weil da wir da zum Beispiel Hilfestellungen bieten, um solche Gedanken zu überprüfen und lernen, damit umzugehen. Das würde jetzt das Video sprengen, wenn ich da noch genau darauf eingehe. Aber ich wollte, dass ihr versteht, dass Situationen, in denen ihr euch gut fühlt und Situationen, in denen ihr euch schlecht fühlt oder Situationen, in denen ihr euch hübsch fühlt, Situationen, in denen ihr euch hässlich fühlt, einfach keinen Unterschied in eurem Optischen haben, sondern ihr seht immer gleich aus in beiden Situationen, aber in beiden Situationen denkt ihr anders über euch. Ich habe da aber auch dann, der eine Alltagstipp geht da auch noch, vielleicht hilft euch das. Fünftens, die Relationsregel. Die, so habe ich sie getauft und die gibt mir immer wieder einen richtigen Realitätscheck und immer wieder so einen richtigen Kick. Wir betrachten nämlich immer nur unsere Welt aus unserer kleinen, beschränkten Perspektive, aus unserem kleinen Ding, alles, was wir so mit unseren kleinen Mini-Augen erfassen können. Und es ist manchmal wirklich nötig, dass man mal aus seinem Körper rausgeht und das Ganze mal von oben betrachtet und in Relation setzt. Erste Relation, in der wir heute unser Problem setzen, ist die Biologie. Das Problem, was du hast mit deiner Oberweite, wie schlimm du dich damit fühlst, setzen wir mal in Relation zur Biologie. Wofür sind Brüste eigentlich da? Und wenn man mal ein Stück zurückgeht und mal raus aus seinem Leben, raus aus allem, was man so denkt, dann schaut man mal, ja, okay, da ist der menschliche Körper, der menschliche weibliche Körper hat Brüste, die dazu da sind, ein Kind zu füttern. Das muss man sich, finde ich, auch mal irgendwo aufschreiben. Das hier ist nur dazu da, um ein Kind zu füttern. Und das funktioniert mit jeder Größe, mit jeder Form, mit jeder Länge, Breite, Winkel, wie auch immer. Zweite Relation. Ihr steppt zurück, vielleicht versetzt ihr euch mal in euer 80-jähriges Ich. Deine Probleme mit deinen Brüsten in Relation gesehen zu deinem Leben. Wie wichtig ist dieses Thema eigentlich? Wie wichtig darf es für dich werden, um nicht den Großteil deines Lebens zu verschwenden? Aus eurer 80-jährigen Perspektive schaut mal auf euer Leben zurück und überlegt mal, wie viele Stunden ihr damit verbracht habt, etwas hässlich zu finden, was ihr nicht ändern könnt oder nur operativ ändern könnt. Lohnt sich das? Kommt es darauf wirklich an im Leben? Und jetzt sagen natürlich alle, nein, darauf kommt es nicht an im Leben. Wie können wir dem dann so viel Platz in unserem Leben geben? Das Leben ist zu kurz dafür, um sich für etwas zu schämen, wofür man geboren wurde. Wie kann es sinnvoll sein, wenn man so viel darüber nachdenkt und sich so viel, so oft deswegen schämt, mit Blick aufs ganze Leben? Okay, jetzt wurden wir hier deep. Jetzt gehen wir meine zwei Alltagstipps rein. Wenn ihr jetzt das nächste Mal bemerkt, ja, ich stehe vorm Spiegel und das Erste, was so aufploppt in meinem Kopf ist, boah, ich sehe ja hässlich aus oder meine Brüste sind hässlich. Ich sage jetzt immer hässlich, weil das einfach total subjektiv ist, was hässlich für euch bedeutet. Also manche sagen, ich will jetzt nicht sagen, boah, meine Brüste sind zu klein oder zu unsexy oder was weiß ich, weil andere dann wieder andere Sorgen einfach haben. Okay, und wenn ihr einfach noch nicht so weit seid, einen auftauchenden Gedanken direkt zu überprüfen und dann zu lernen, den nicht mehr zu glauben, dann möchte ich euch einen einfachen Zwischenschritt mit an die Hand geben. Wenn ihr das nächste Mal so einen Moment habt, dann sucht ein Gegenbeispiel dafür. Warum das, was ihr jetzt denkt, nicht stimmen könnte, theoretisch. Bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, kleine Brüste sind unattraktiv, dann sage ich mir in meinem Kopf so, Moment mal, als ich vor einer Stunde auf Social Media war, dachte ich mir noch, wie schön eigentlich die Oberweite von der Person ist, die kleine Brüste haben. Wenn ich einen Moment habe, wo ich denke, wow, Männer finden mich überhaupt nicht sexy, denn das ist total unattraktiv, was ich denen so zu bieten habe, dann ist mein persönliches Gegenbeispiel, ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann deswegen gesagt hat, tschüss, das war's dann für mich, das ist wirklich nicht zu ertragen und turnt mich total ab. Diese Situation hat es noch nie gegeben bei mir und das ist auch etwas, was viele missverstehen bei Männern. Also so die Anforderungen oder so die Latte, die Männer haben, die Ansprüche, die sie an Frauenkörper haben, die kommunizieren sie in Gruppen nochmal ganz anders, als wenn sie dann alleine mit einer Frau sind. Und wenn ihr mal erlebt, dass ein Mann sagt, oh Mann, große Titten sind geil, dann hat es einfach nichts zu sagen, weil vor allem dieser Mann alles tun würde, um überhaupt irgendwelche
Titten anfassen zu dürfen. Also wenn ich denke, boah, Männer finden meine Oberweite unattraktiv, dann denke ich an die ganzen Male, wo ein Mann mich nicht wollte, weil ich eine kleine Oberweite habe. Richtig, das war niemals und dann kann ich weitergehen mit meinem Tag. Zweiter Alltagstipp, Menschen sind einfach Arschlöcher. Menschen können ganz schön gemeine, unreflektierte, dumme Idioten sein. Und wenn es dann mal den ein oder anderen Kommentar gegeben hat, der euer Äußeres betrifft, den ihr nicht mehr aus eurem Kopf bekommt, dann denkt einfach daran, Menschen fühlen sich stark in Gruppen. Manche Menschen haben keine richtige Erziehung genossen. Und die allermeisten Menschen reden nur über sich selbst, wenn sie andere beleidigen. Ich hoffe, euch konnte das Video helfen. Ich hoffe von Herzen, dass es euch helfen konnte. Ich freue mich über jeden Kommentar zu dem Thema. Lasst uns auch gerne connecten auf Instagram, wie ihr möchtet. Ich hoffe, es konnte was tun. Ich habe mir so viele Gedanken über das Video gemacht, wie ich das aufbaue und damit das möglichst knapp auch gefasst ist und nicht den Rahmen total sprengt, aber auch gerade nicht knapp, so knapp, dass keiner versteht, was ich meine. Ja, meine Lieben, lasst uns in den Kommentaren austauschen. Ich bin gespannt, wie das Video ankommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen, whatever, und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!